Servus, liebe Leute. Ja, heute bei mir hier in der Küche, naja, so in etwa. Die ersten Trainingskilometer sind abgerissen und es ist ja schon auf jeden Fall in unserem Interesse, dass die Kilometer maximal zählen. Und deswegen braucht man gute Ernährung so schnell wie möglich nach der Einheit. Und deshalb möchte ich heute mal mit euch meinen Lieblingssmoothie machen. Besteht aus gefrorenen Bananen, Erdnussbutter, eine Milchalternative, das kann man auch mit normaler Milch machen, wenn einem das gut bekommt. Mir persönlich bekommt es nicht so super gut. Einem hochwertigen Proteinpulver, da würde ich vielleicht lieber einen Euro mehr in die Hand nehmen. Es gibt auch eine Menge Schrott auf dem Markt und erkundigt euch, Bioqualität ist immer sehr zu empfehlen. Und ansonsten habe ich noch ein Schälchen Eis, das ist aber eher für die Konsistenz. Ich fange immer erst an mit der Flüssigkeit und da ich es relativ dick mag, bedecke ich unten gerade mal so den Boden. Dann schmeißen wir nach Gusto Bananen rein. Die habe ich übrigens vorgefroren. Warum? Weil sie dann deutlich süßer sind. Das heißt, ich brauche weniger davon. Wie gesagt, passt auch zur Konsistenz, aber die sind dann dementsprechend gut süß. Und da ich Kalorienzählen absolut hasse, mache ich das alles nach Gefühl. Wieg also hier nichts ab oder sag, ja, du brauchst genau so viel wie so viel. Das ist vollkommen nach Geschmack. Ich nehme immer 3 gehäufte Esslöffel Proteinpulver. In diesem Fall pures Proteinpulver, angereichert mit Kakao, einem Kakaopulver. Dann für den Geschmack einen ordentlichen Löffel Erdnussbutter. So, schön da rein. Weil es so gut schmeckt, vielleicht noch ein bisschen mehr. So, pappt auch gut. 2 Eiswürfel rein und Deckel drauf. Hoffentlich habt ihr einen Mixer, der genügend Power hat. Einmal alles verschließen, damit es auch nicht sonst wo in der Küche landet. Anschalten. Ah, das sieht gut aus. Für mich persönlich hat das auch so ein bisschen was mit Belohnung. Ich meine Smoothie, da denkt man sich natürlich immer so Grüngetränk, Grünkohl, oh, muss alles super gesund sein. Ich persönlich habe einen süßen Zahn und ja, das ist im Prinzip so, kann man sich vorstellen wie ein gesunder Milkshake und dementsprechend auch eine meiner Lieblingsmahlzeiten. Cheers! Eigenlob stinkt, aber der ist gut. Viel Erfolg dabei!